Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich meine Jahresfavoriten von 2021 aus dem Bereich Pflege. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist uns allen bewusst, dass ich hier natürlich auch Produkte von meinen Kooperationspartnern drin habe, mit denen ich ja auch schon langfristig zusammenarbeite. Und da habe ich mir aber aus den jeweiligen Sortimenten natürlich die Produkte rausgesucht, die ich wirklich richtig geil finde. Also, ne, ihr seht's gleich. Ich habe euch alle Produkte, soweit ich sie in die, ja, ich kriege die alle wohl in die Infobox rein hier, ne. Packe ich euch mal in die Infobox, inklusive der ganzen Rabattcodes. Teilweise sind es Affiliate-Codes, teilweise sind es Affiliate-Links. Das ist in der Infobox aber auch immer entsprechend gekennzeichnet, ne. Genau, ja. Und ich starte einfach mal, weil ich so ein bisschen versuche, von Kopf bis Fuß mal durchzugehen mit den Haaren. Und da habe ich zuallererst ein Produkt, das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich genau dieses Produkt meine, also genau diese Richtung, sondern ich liebe die Gliss-Kur Sprühspülung oder diese, wie heißen die? Express Repair Spülung, genau. Und die finde ich echt grandios. Immer nachdem ich mir die Haare halt gewaschen habe, gebe ich mir die in mein handtuchtrockenes Haar rein, einfach damit ich besser durchkämmen kann. Dadurch habe ich weniger Haarverlust, ich habe weniger Haarbruch und alles ist irgendwie angenehmer, es ist einfach schöner. Und ja, das erleichtert mir definitiv mein Leben, denn ich habe halt sehr, sehr lange Haare, ich habe sehr feine Haare, die auch sehr strapaziert sind, ne? Und da kann ich euch wirklich wärmsten Herzens die Produkte von Gliss-Kur empfehlen, weil die einfach gut sind. Ich mag die. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die, keine Ahnung, für Curly Girl oder so auch geeignet sind. Das weiß ich jetzt echt nicht, ne? Da muss ich wirklich passen. Aber bei dem hier ist jetzt zum Beispiel auch Keratin mit drin und so. Das finde ich ganz cool. Da freue ich mich auch drauf, das anzuwenden. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hatte ich mal irgendwo in der Box mit drin. Habe ich nämlich jetzt gerade aus meinen Backups rausgefischt und wollte ich euch das auf jeden Fall hier noch mit zeigen. Verwende ich halt immer, immer, immer. Jetzt aktuell habe ich ein anderes in Anwendung. Aber das ist halt so. Ich teste mich ja auch immer wieder durch, um auch zu vergleichen. Sind teure Produkte genauso gut oder vielleicht besser als günstige und umgekehrt, ne? Deswegen habe ich hier auch wirklich ein breites Sortiment an Drogerie und ja, High-End-Pflege, ne? Etwas, wo ich tatsächlich keine Alternative habe in einer teureren Variante, genauso wie ich keine Alternative habe zu einer günstigeren Variante, sind die Produkte von Beauty Mates tatsächlich. Denn das ist etwas, was mich wirklich jetzt schon seit Jahren einfach begeistert. Also das wisst ihr auch, dass ich da schon lange, lange Jahre eine Kooperation mit denen habe und deswegen ist es klar, dass ich die Produkte hier auch zeige, denn ich stehe da einfach volle Elle hinter. Also das sind Produkte, die du bedenkenlos halt wirklich kaufen kannst, weil sie diesen cruelty-free, die sind ohne Rampampam, also ohne PEGs, ohne Parfüm und Farbstoffe und sowas. Und deswegen empfehle ich die halt auch immer wieder weiter, weil ich habe eine Haut, die nicht einfach ist, also meine Gesichtshaut vor allem, ne? Ich habe damals als Kind halt auch Neurodermitis und sowas gehabt. Ich hatte immer, immer, immer sensible Haut. Das heißt auch, als ich dann durch die Pubertät gegangen bin und als ich erwachsen geworden bin und so, hatte ich immer Probleme, eine Creme zu finden oder wie auch immer, die mit meiner Haut wirklich funktioniert und wo ich jetzt nicht irgendwie Pickel von bekomme, wo ich keinen Ausschlag von bekomme. Halt sensible Haut, ne? Und da war ich sehr, sehr froh, als ich tatsächlich die Anfrage von Beauty Mates damals bekommen habe, die Produkte mal auszuprobieren. Und seitdem habe ich mich auch so ein bisschen durch das Sortiment getestet und bin auch schon fast durch. Also dieses Jahr geht es natürlich noch weiter mit dem Testen. Die nächste Lieferung ist schon auf dem Weg mit neuen Boostern. Worauf ich persönlich aber mega schwöre, also zuerst Rabattcode Claudi30 gibt 30% Rabatt, ne? Das ist halt, ich habe immer irgendwie einen Rabattcode bei Beauty Mates und aktuell ist es halt ein bisschen mehr, also 30% anstatt von normalerweise 20%. Das finde ich klasse. Genau, also das, was für mich immer bei Beauty Mates die Basis des Ganzen ist die Creme. Also da gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal die Hyaluron Cream Lift und die Hyaluron Cream Boost, die ich euch einblende, weil die habe ich gar nicht hier aktuell, weil die Cream Lift verwende ich persönlich an den kälteren Jahreszeiten, Tagen. Wir haben jetzt Winter und da ist meine Haut halt noch pflegebedürftiger, noch trockener und braucht einfach mehr Feuchtigkeit. Und das bekommen wir halt mit dieser Creme, weil du hast hier Moringaöl, Mangoöl oder sowas, Mangobutter glaube ich, ne? Ziza, Ceramide und so weiter und so fort drin und natürlich Hyaluron und so. Und das ist halt richtig geil, das ist extra für trockene Haut gemacht, für trockene und natürlich auch
reifere Haut. Ne? Kann man natürlich auch sagen, dass man diese Creme eher verwendet als Nachtcreme und dann zum Beispiel die blaue Variante, also die Cream Boost, weil die etwas leichter ist, so als Tagescreme. Das muss man einfach gucken, wie man das am besten verträgt. Ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass es am sinnvollsten für mich ist, wenn ich diese hier halt im Winter verwende und die blaue Variante halt im Sommer verwende oder im Frühling und da wechsle ich dann. Deswegen habe ich natürlich die blaue jetzt gerade nicht da, weil es steht mitten im Winter und wenn ich Nachschub anfordere, dann definitiv von der Lift Cream, weil die habe ich jetzt schon relativ gut aufgebraucht, ne? Da ist noch gut was drin, aber na, die ist einfach richtig toll, dass ja, Parfümstoffe haben wir nicht drin, aber trotzdem riechen die Produkte sehr, sehr cremig, angenehm, also die Cremes halt. Und wir haben hier halt eine relativ dicke Konsistenz. Die kann man auch, wenn man möchte, als Make-up-Grundlage verwenden. Und die kannst du natürlich entweder zusammen mit den Boostern verwenden oder halt solo. Und wir haben hier wirklich, also ohne Witz, ne, eine ganz, ganz tolle Creme, die sehr reichhaltig ist. Meine Hand wird sich jetzt sehr darüber freuen, so schön eingecremt zu werden. Und ja, ich finde die klasse, kann euch die wirklich wärmstens empfehlen. Ansonsten würde ich euch nicht ständig damit in den Ohren liegen und euch ständig die Produkte zeigen, weil ich da wirklich hinterstehe. Finde ich echt klasse. Genau. Und man kann dann diese Booster, die es gibt, entweder in die Creme reinmischen oder man trägt diese Booster zum Beispiel pur auf der Haut auf. Das kann man dann machen, so gezielt auf die Stellen. Zum Beispiel habe ich hier den Pore Minimizer Booster. Klar, Niacinamide sind hier mit drin. Das minimiert die Poren und Vitamin C haben wir hier auch noch mit dabei. Es gibt, glaube ich, Strahlkraft und so, ne? Das sollte man aber, glaube ich, maximal 3 Wochen machen, dass man das pur anwendet. Ich persönlich mache das super gerne, dass ich mir das halt in die Creme reinmische und dann direkt aufs Gesicht auftrage. Super easy und gefällt mir einfach. Bei den Boostern ist halt auch noch das Ding, dass sie 3-mal so hoch konzentriert sind wie ein generelles Serum. Dementsprechend, wenn ich mir da einfach den Preis angucke und das durch 3 teilen würde, sind wir im Prinzip schon auf Drogerieniveau, ne? Und da die Creme halt auch so mega reichhaltig ist und wirklich lange, lange hält, sind wir da auch auf Drogerieniveau, meiner Meinung nach. Ich kann das einfach wärmstens empfehlen. Ich finde die Produkte wirklich, wirklich gut und zuverlässig. Ich weiß, dass meine Haut das gut verträgt und dass ich da echt meine Freude mit habe. Und ihr könnt da einfach mal auf der Homepage vorbeischauen, wenn ihr Bock drauf habt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder du weißt schon ganz genau, welche Produkte du cool findest und welche Produkte du dann quasi ausprobieren möchtest. Die stellst du dir in einem Set-Konfigurator zusammen und bekommst dann dadurch, dass du dir sowieso ein Set zusammenstellst, schon mal das Ganze rabattiert. Es gibt auch schon vorgefertigte Sets. Ich glaube auch zum Beispiel hierzu gibt es ein Set, weiß ich gerade gar nicht. Alternativ gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man sich halt einfach von so einem Produktberater beraten lassen kann. Und die dritte Alternative ist, dass du irgendwie durch so eine künstliche Intelligenz ein Foto von deinem ungeschminkten Gesicht machst und diese künstliche Intelligenz dich tatsächlich berät, also welches Produkt da gerade am sinnvollsten ist, finde ich richtig interessant. Und ja, also das sind auf jeden Fall die eigentlich 3 Produkte, weil die Creme halt in der blauen und in der lilanen Variante, die ich einfach richtig geil finde und einfach für meine Gesichtspflegeroutine perfekt finde. Und Niacinamide sind halt auch für meine Haut extrem gut geeignet, weil das mit der sensiblen Haut alles so gut funktioniert. Und ich finde auch, dass mein Hautbild dadurch deutlich verfeinert worden ist. Also wie gesagt, gönnt euch hart, Claudi30, gebt euch 30% Rabatt. Genau, ja, kann ich euch wie gesagt empfehlen. Dann kommen wir zum nächsten und das ist auch wieder ein Kooperationspartner von mir. Da kommen auch gleich noch ein paar weitere Produkte, aber wir befinden uns ja gerade noch in der Gesichtspflege. Hier habe ich von Dalton ein Produkt und zwar ist das dieses SOS Spot Control, habe ich letztens noch eins von Lea gemacht. Immer wenn ich so meine Periode habe oder wenn ich, keine Ahnung, einfach so Tage habe, wo ich sehr, sehr viel die Maske tragen muss oder so und da dann halt so Pickelchen um den Mund halt herum bekomme, dann ist das hier so mein, ja, Lebensretter nicht. Also ich sterbe ja nicht, wenn ich einen Pickel kriege. Es ist einfach nur, es verändert schon so ein bisschen mich, ne? Also weil es mich dann natürlich selbstbewusster macht, wenn ich weiß, ich habe ein Produkt zu Hause, womit ich dann quasi meine Rötung minimieren kann, womit ich dann auch die ganzen Pickelchen und so weiter irgendwie wegkriegen kann. Und ja, das gebe ich mir dann gerne abends auf, nachdem ich einen Toner verwendet habe. Und dann kommt das einfach pur auf diese Stellen halt drauf. Dann klöppel ich das so ein bisschen ein, dann creme ich mir die Beine ein oder sonst irgendwas. Dann zieht es auch schön in die Haut ein und dann kommt halt meine ganz normale Pflegeroutine drüber. Ich weiß gar nicht genau, wie dieses Produkt hier funktioniert, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Anfangs stand ich diesem Produkt sehr kritisch gegenüber. Man muss ihm ein bisschen mehr Zeit geben. Man kann... Ja, genau. Man kann jetzt nicht erwarten, dass es von jetzt auf gleich alle Pickel verschwinden lässt. Nein, aber es macht halt ein reineres Hautbild und ja, hilft sehr gut. Und ich kann es halt empfehlen, es ist halt wie Wasser, kommt hier in einer Pipette halt hier oben so raus, ne? Und
dann gebe ich mir halt wirklich eine komplette Pipette davon, weil das halt wirklich super flüssig ist. Auf meine Fingerspitzen so drauf, ne, einwirken lassen, fertig ist die Glaube. Richtig schön, zieht auch schnell ein. Und ich würde es eher abends verwenden, weil ich glaube, wenn ich darüber Pflege aufgebe und dann noch Make-up, ich glaube, das verhält sich nicht ganz so gut, weil wir hier auch irgendwie so, ja, irgendwelche Wirkstoffe drin haben, die dann ja auch, ich glaube, Alkohol müsste ja auch mit drin sein, ne? Ich glaube, das verträgt sich dann nicht ganz so gut mit Make-up. Ja, deswegen Abendprodukt. Dalton ist sowieso eine Marke, die ich richtig gerne mag, deswegen habe ich da auch sehr, sehr viel von auf meinem Tisch. Hier stehen natürlich, weil es Marinekosmetik ist. Auch da sind wir wieder bei der tierversuchsfreien Geschichte, wo ich einfach sagen kann, nicht nur wegen tierversuchsfrei, sondern auch wegen Dalton Meereskosmetik. Ich vertraue der Marke halt wirklich sehr. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsspruch, ne? Das Leben kommt aus dem Meer, du bist Leben, ich bin Leben. Natürlich kommen wir irgendwann irgendwie aus dem Meer. Dementsprechend ist es ziemlich sinnvoll, wenn wir halt Produkte verwenden, die halt so unserer, ja, unseren Haut oder unseren Entstehungswirkstoffen entsprechen und dementsprechend dann halt auch da so ähnlich zu sind. Und deswegen funktioniert es einfach besser, als wenn du jetzt irgendwas nimmst, was total chemisch ist oder was irgendwie gar nicht so wirklich mit dem übereinstimmt, ne? Und deswegen finde ich das einfach total klasse. Also voll mein Ding, ich mag die Produkte, die funktionieren einfach bei mir sehr, sehr gut und sonst würde ich sie euch auch einfach nicht empfehlen, weil dafür muss ich auch wirklich sagen, ich weiß, dass meine Familie meine Videos gucken, ich weiß, dass meine Freunde meine Videos gucken und ich weiß auch, dass ich immer wieder darauf angesprochen werde, wenn ich Produkte halt lobe, eben mit solchen Favoritenvideos und dass auch meine Freundin die Produkte nachkaufen. Und wenn jetzt zum Beispiel meine Freundin Maddi oder so mein Video guckt und sagt, hey, das ist hier Infobox, alles klar, das sind die Produkte, die bei Claudi gut funktionieren, habe ich Bock drauf, sage ich meinem Freund, meinem Mann, dass er mir die Produkte dann demnächst zum Geburtstag schenken soll oder so. Und wenn die dann ein Produkt kauft, was ich empfohlen habe, was vielleicht, ne, nicht so wirklich wirkt, dann kommt die auf mich zu und sagt, ey, sag mal, Schätzelein, was ist denn da los? Bei mir hat das nicht so funktioniert, ne? Das heißt, ich stehe hier halt wirklich dafür gerade, dass es dann auch wirklich etwas ist, was bei mir funktioniert, ne? Also deswegen, ich kann da wirklich nur von meiner Warte aus sprechen, aber ich würde es genauso wie das, was hier auf dem Tisch steht, würde ich alles meinen Freundinnen empfehlen, aus vollstem Herzen, ohne Witz jetzt. Auch egal, ob eine Kooperation dahinter steckt oder nicht, ne? Das ist jetzt einfach nur, ich spreche jetzt heute mal ein bisschen frei von der Seele, ich sag euch das. So. Dann habe ich hier ein Produkt, das ist ein All-Time-Favorite und ich habe die letztens wieder aufgemacht und das war so ein Yay-Moment. Es gibt die auch in der Rich-Variante. Ich verwende die jetzt aber aktuell in der normalen Variante. Und zwar ist das die Augencreme Clinique All About Eyes. Die ist so gut. Das ist eine kleine Variante jetzt davon. Und das ist eine Konsistenz, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn ich mir die so unter die Augen gebe, es fühlt sich an, als würde ich mir da, keine Ahnung, Seide drauf schmeicheln oder so. Es ist so schön. Die ist natürlich jetzt nicht super reichhaltig. Das heißt, die ist eher was für den Morgen. Die funktioniert super unter Make-up. Also wenn man so trockenere Concealer hat oder so, das hier als Base und echt ohne Witz, das funktioniert einfach richtig gut. Und abends dann eher die Rich-Variante, die halt eher reichhaltiger ist. Und klar, wenn man eine super furztrockene Haut hat, was ich im Winter ja eigentlich durchaus auch habe, könnte ich wahrscheinlich sogar die Rich-Variante sogar unter Make-up oder unter Concealer tragen, morgens halt auftragen. Aber ja, da war jetzt nicht super viel drin, das ist nur eine kleine. Ich habe auch noch einen großen davon, großen Tiegel im Backup. Aber immer so, das habe ich halt Weihnachten aufgemacht, immer wenn ich mir gönnen will, dann mache ich die Clinique All About Eyes auf und es ist einfach für mich so ein Hochgefühl. Und Clinique ist eine super gute Marke, die ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann. Auch das funktioniert extrem gut für sensible Haut, für trockene Haut. Bei mir funktionieren die Produkte auch echt gut. Ne? Auch das immer etwas, wenn ich das nicht im Backup habe und das bemerke, dann kaufe ich die nach, definitiv. Also ganz, 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 ganz tolles Produkt. Ja, wundervolle Augencreme. Natürlich macht sie jetzt nicht irgendwie, dass meine, ich meine, ich bin 32 Jahre alt, ich habe jetzt nicht so den gesündesten Lebensstil, sag ich mal. Das heißt, ich habe natürlich Augenfältchen. Ich lache auch viel. Das sind hier an der Seite, ne? Das sind alles Lachfalten. Und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung. Und die will ich auch gar nicht weghaben. Deswegen, ne? Also die soll halt einfach nur so ein bisschen verhindern, dass Concealer reinkriegt und alles ein bisschen fresher machen, dass dann nichts irgendwie trocken wird oder so. Und das ist einfach eine schöne Geschichte hier. So. Sonnencreme. Auch so ein Thema, was super wichtig ist. Dieses Jahr habe ich mich durch viele Gesichtssonnencremes durchgetestet. Ich brauche immer einen Lichtschutzfaktor 50, wenn nicht sogar 50+.
Ich bin aber auch so eine Schminkliesel, das heißt, ich schmink mich ja auch. Und wenn da kein Make-up drauf hält oder wenn sich das abrollt, ist das nichts für mich. Dann kommen die Gesichtssonnencreme nämlich ganz schnell auf den Körper. Und die ich einfach dieses Jahr als die beste herausgefunden habe, wo wirklich noch kein einziges Mal, wo ich sie verwendet habe, das Make-up gekrümelt hat, also jedenfalls nicht aufgrund der Sonnencreme, ist von Make Prem die Soothing Physical Sun Cream Formulated with Zink. SPF 50+, PA+++, UVD vor allem, UVD Fans Me. Die hatte ich in einem Adventskalender drin und die ist geil. Also die kann ich nicht unbedingt verwenden, wenn ich darunter noch irgendwie eine reichhaltige Tagescreme oder so aufgegeben habe. Das heißt, darunter muss ich entweder eine leichte Tagescreme aufgegeben haben oder ich verwende die halt einfach solo. Ne? Da brauchst du auch gar keine Creme drunter haben, weil die von der Konsistenz her auch so ist, dass das auch ohne geht. Gut, jetzt habe ich hier gerade auch eine Gesichtscreme auf meiner Hand, ne? Aber so sieht die halt aus und die ist... Ja, manchmal bei Sonnencremes hast du ja, dass sie so körnig sind oder so, aber die ist eher wie so eine Sonnenmilch von der Konsistenz her. Mag ich richtig gerne leiden. Und wenn ich die so verteile, sieht man natürlich, ich habe dann leichten Weißschleier auf der Hand, aber die zieht schön ein, die macht ein schönes gepflegtes Hautbild. Und die spendet Feuchtigkeit, die schützt vor der Sonne und so weiter und so fort. Und ich finde die wirklich klasse. Also das ist für mich die Entdeckung des Jahres, was Gesichtssonnencreme angeht. Und die finde ich super, die werde ich mir immer wieder nachkaufen, wenn die mal leer sein sollte. Verwende ich in jeder Jahreszeit und kann das auch nur empfehlen, weil die hauptsächliche Ursache, weswegen man Falten bekommt, ist tatsächlich wegen der Sonne. It is wie it is, ne? Ich glaube, Generationen vor uns haben ohne Gesichtssonnencreme gelebt, aber es ist nicht schädlich, dagegen anzuarbeiten, dass man vielleicht irgendwie keine Hautkrankheiten oder sonst irgendwas bekommt. Deswegen empfehle ich auch immer wieder, jeden Tag Lichtschutzfaktor zu verwenden. Jo, jetzt kommen wir zu so ein paar Produkte einfach mal so zwischendrin, ne? Die zwar auch im Nein, das gehört nicht ins Gesicht. Warum habe ich das hier stehen? Keine Ahnung, kommt ein bisschen weiter nach hinten. Ja, die beiden Produkte sind eigentlich so eine Vorbereitung auf dekorative Kosmetik, würde ich einfach mal dazu sagen. Ja, als ich mit YouTube angefangen habe, im Juni 2018 war das, glaube ich. 2018, ne? Da habe ich echt, also... sehr interessante Kommentare zu meinen Augenbrauen bekommen, um das mal so zu definieren. Und ich habe Wimpern gehabt, die waren so niedlich klein. Ich habe sie Schweinsaugenwimpern genannt. Ja, das kannte ich in meinem ganzen Leben auch nicht anders, bis ich vor anderthalb Jahren oder so von Purish meine Kooperation angeboten bekommen habe. Doch, das war ein richtiger Satz. Mit der Marke Grande Cosmetics. Die haben die nämlich irgendwie gerade neu im Onlineshop reingekriegt und dann haben die mir das Augenbrauenserum und das Wimpernserum zugeschickt. Anfangs war ich etwas skeptisch, aber mittlerweile bin ich einfach nur hin und weg. Vorher habe ich auch schon andere Augenbrauenserien und Wimpernserien verwendet, aber das hat mich geflasht. Wichtig dabei, Achtung, Achtung, Hormone sind hier drin. Das heißt, wenn ihr schwanger seid oder schwanger werden wollt, ist das nicht etwas, was ihr verwenden solltet. Oder wenn ihr wirklich sagt, ich komme da nicht so super gut mit klar, mit Hormonen und so weiter in den Produkten, dann bitte darauf verzichten. Wenn ihr da aber keine Probleme mit habt, dann gönnt euch das hart. Ich habe von so vielen von euch schon Nachrichten bekommen, die das nachgekauft haben und gesagt haben, wow, es hilft ohne Witz wirklich sehr. So, da fangen wir doch einfach mal an mit dem Augenbrauenserum. Ich bin ein Kind, was in den 2000ern super toll seine Augenbrauen gezupft hat und am Ende nur noch irgendwie gefühlt zwei Striche hier hatte und mehr nicht. Dann kam der Bushy Brow Tint und ich war am Poppes und habe mir gedacht, Mist, was mache ich denn jetzt? Die Augenbrauen hinzumalen ist nicht so leicht, wie es gesagt ist, weil in der Kamera mag das alles nice rüberkommen, aber im Real Life sehen die Leute, dass du einfach keine echten Augenbrauen hast. Dann habe ich überlegt, okay, machst du vielleicht Microblading oder so, hat eine Freundin auch von mir gemacht, sieht klasse aus. Ich habe aber super Schiss vor Tätowieren und Nadeln und sowas alles. Und dann kam halt die Möglichkeit, dass ich gerade eine Brow ausprobiert habe. Und dann habe ich gesagt, okay, Claudinchen, wir geben den Härchen da oben noch eine letzte Chance, sich zu entwickeln. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also nicht nur deswegen, weil ich auch wirklich rigoros aufgehört habe, mir die Augenbrauen zu zupfen. Tut das nicht wirklich, Leute, zupfen nur wirklich, wenn es unbedingt sein muss. So ein, zwei Härchen, wenn die mal irgendwo wachsen, wo sie nicht sollen oder halt hier in der Mitte. Wenn überhaupt, ne, aber
nie besser rasieren. Ne? Das muss ich wirklich sagen, weil alles, was man epiliert hat, zerstört man irgendwann ja die Wurzeln, ist sie weg. Egal. Auf jeden Fall habe ich hier so ein Moped, das ist jetzt ein kleines Produkt davon, weil ich einfach zwischenzeitlich von Sophia so ein Setup gekauft habe. Die hatte da was ausprobiert und das hat sie nicht vertragen. Das hat einen etwas längeren, etwas breiteren Applikator und das gebe ich mir wirklich jeden Abend, da bin ich sehr gewissenhaft, immer auf die Augenbrauen. Immer schön auf die Augenbrauen. Und dann kommen die. Ich sag euch das. Und ich bin einfach nur sauglücklich. Muss ich, also wirklich richtig, richtig gut. Ich fühle mich dadurch deutlich wohler in meiner Haut einfach. Das gleiche gilt tatsächlich auch für das Wimpernserum. Das Wimpernserum ist halt, ich glaube, auch wie das Augenbrauenserum dafür da, um die Wachstumsphasen zu verlängern. Also es verhindert quasi, dass die Augenbrauen oder die Wimpern ausfallen. Es verhindert nicht, dass die Augenbrauen oder Wimpern abbrechen. Ne? Das kann natürlich auch passieren, wenn die Haare relativ lang sind, brauchen sie eine gewisse Pflege. Sowas kann man zum Beispiel mit Rizinusöl machen, dass man sich dann einen Q-Tip nimmt und dann quasi die Wimpern nochmal damit einpinselt, dass die Längen auch wirklich erhalten bleiben. Auch das mache ich sehr, sehr gerne. Auch jeden Abend. Und ja, hier habe ich dann das Lash, Grande Lash MD. Genau, so heißt das. Und ich finde das einfach super. Ich finde das so super. Gebe ich mir auf meinen Wimpernkranz, ja, ein ganz kleines bisschen verfärbt sich mein Augenlid dadurch, also langfristig gesehen. Das kennt man halt von diesen Wimpernserien ja auch, ne? Dass wenn du das so auf deinen, wo der Lidstrich halt auch ist, wenn du das da aufgibst, dass es irgendwann so leicht gerötet ist. Ich muss aber gestehen, bei mir sieht es keiner wirklich so im realen Leben. Also ich gehe auch relativ oft ungeschminkt durch die Gegend. Mein Freund hat es noch nie bemerkt, meine Freunde haben mich noch nie drauf angesprochen. Also es scheint nicht wirklich schlimm zu sein. Ich hatte schon andere Wimpernserien mal ausgetestet, wo das wirklich intensiv war, wo ich wirklich lila Linien nachher da hatte. Und das ist bei dem hier nicht so intensiv. Andererseits muss ich halt auch sagen, ich schmink mich schon relativ oft, sodass man das auch einfach nicht so oft sieht. Aber ihr seht ja auch relativ viele Schminkvideos von mir, wo ihr mich ja auch ungeschminkt seht oder auf Instagram oder so, ne? Und da ist es, glaube ich, ein, zwei Leuten, die haben mal gesagt, du hast ein bisschen rote Augen oder so. Aber da kann es auch durchaus sein, dass wenn ich jetzt wie heute zum Beispiel einen roten Lidschattenlook drauf gemacht habe, dass es am nächsten Tag ein Stain gegeben hat oder dass ich tatsächlich mal am Abend vorher geheult habe. Auch sowas kommt natürlich vor. Und ja, aber im Großen und Ganzen, wo will ich eigentlich drauf hinaus, verfärbt das schon so ein bisschen die Augenlider, aber nicht so intensiv, wie das bei vielen, vielen anderen ist. Also sonst würde ich euch das auch nicht so intensiv empfehlen. Das gibt es zwar bei Purish zu kaufen, aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist es seit Wochen ausverkauft. Wahnsinn, da scheinen sich Leute wirklich mega mit eingedeckt zu haben. Das gibt es auch auf Amazon. Da habe ich mir jetzt zwei verschiedene bestellt. Ich warte noch auf das andere von den beiden. Einmal das günstige für 35 Euro und einmal das teure für die regulären über 60 Euro. Ich würde das jetzt, glaube ich, das 35 Euro noch nicht ganz so sehr empfehlen. Ich habe letztens noch eine Doku gesehen über gefälschte Kosmetik und habe da ein bisschen, ne, hesitates, also ein bisschen Zurückhaltung meinerseits. Sobald ich beide Serien hier habe und dann auch die Inhaltsstoffe mal verglichen habe, gebe ich euch Feedback sowohl in einem YouTube-Video als auch relativ kurzfristig dann natürlich auf Instagram, dass ihr da Bescheid wisst, ne? Weil nicht, dass da irgendwie gefälschte Sachen im Umlauf sind, das wäre ziemlich übel. So, atmen wir einmal kräftig durch, ja, und dann können wir weitermachen. Hier mache ich jetzt mal weiter mit, wenn wir schon mal bei so Schminky-Pinky-Sachen sind, mit dem Abschminken. Weil Abschminken ist etwas, was ich gelernt habe, was extrem wichtig ist. Leute, bitte verwendet nicht diese Abschminktücher, die es halt so gibt. Verwendet wirklich regulär dafür geeignete Abschminkprodukte und ja, die halt auch sensitiv für zu eurer Haut sind, sodass ihr da auch Spaß mit habt. Ich habe auch wirklich lange nach Produkten gesucht, auch nach Augen-Make-up-Entfernern, die meine Wimpern nicht ausreißen. Weil wenn ich mir schon für so teures Geld ein Wimpernserum immer wieder auch selber nachkaufe, also das kriege ich nicht zugeschickt, das kaufe ich mir selber nach tatsächlich, dann möchte ich auch, dass das bleibt und dass die nicht ausfallen. Ich kämpfe. Und deswegen war ich da auch sehr froh, dass die Firma Jeproda auf mich zukam. Da war das Ganze noch relativ frisch und neu und da hatten die beiden Abschminkprodukte, ich weiß gar nicht, ob die... Nee, da gab es auch noch die Cetox-Maske, also das waren die drei Produkte, ne? Das erste Produkt, was ich von denen halt kennen und lieben gelernt habe, ist The Calm Balm. Das ist ein Abschminkbalsam und Jeproda ist eine deutsche Firma, die aber koreanische Kosmetik auf den deutschen Markt halt gebracht hat. Zu einem Preis, der nicht günstig ist, aber na, da kommen wir gleich nochmal zu. Auf jeden Fall habe ich das in Kombination mit dem Bubble Double bekommen.
Ich glaube, ich gehe zuallererst auf den Kornwurm ein. Ja. Das ist ein Abschminkbalsam, den man sich halt auf das trockene Gesicht gibt. Also, wenn ich jetzt heute Abend duschen gehen werde, gehe ich erst an mein Pöttchen. Nehme ich hiervon ein bisschen was raus. Da gibt es einen Spatel für, aber ich nehme da auch manchmal tatsächlich einfach meinen Finger. Dann habe ich hier eine feste Konsistenz. Das gebe ich mir zwischen die Finger. Wärme das ein bisschen an, dann wird es auch sehr cremig von der Konsistenz, fast schon flüssig. Und dann kommt es auf die Wimpern vorsichtig und dann streiche ich, wichtig, immer von der Wurzel bis zur Spitze. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr rubbelt hin und her und her und hin, dann wissen die Haare gar nicht, wo sie hin sollen. Das ist wie beim Hund streicheln. Immer mit dem Strich. Macht das auch genauso bei euren Haaren, bei euren Augenbrauen, bei euren Wimpern, wenn ihr die Haare so erhalten möchtet, wie sie halt sind. Ne? Auch hier, genau. Wenn ich das dann auf meinen Augen gemacht habe, kann ich dann über mein komplettes Gesicht gehen, das schön auf mein Gesicht verteilen. Übrigens, du kannst jederzeit die Augen öffnen. Ne? Sollte dann irgendwie spontan irgendwie irgendwas passieren, du kannst die Augen öffnen, es brennt nicht in den Augen. Genau, dann mache ich mir ein bisschen die Hände nass und gebe mir das Wasser drüber, dann emulgiert man das Ganze so ein bisschen auf und dann zack unter die Dusche, dann kommt der erste Klimbim einmal runter. Genau, das macht der hier und der löst wirklich wundervoll das Make-up. Krass, wasserfeste Mascara wird damit gelöst und so weiter und so fort. Und da muss ich euch ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe mich dieses Jahr durch viele verschiedene Abschminkbalsame getestet. Also wirklich viele. Und da ist tatsächlich das hier das Beste, was ich verwendet habe. Von dem, was ich verwendet habe. Ich habe auch die von Elemis ausprobiert und so. Die sind geil, definitiv. Aber ich glaube auch doppelt so teuer. Und nicht so reinigend. Also mit denen von Elemis kriege ich meine Sachen zum Beispiel nicht so gut runter. Aber gut, ich habe ja auch manchmal sehr, sehr bunte Looks mit viel Pigmenten und so weiter. Ne? Also mit sehr pigmentierten Farben. Aber da wirklich gibt es meiner Meinung nach keine günstigere Alternative. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, falls ihr eine günstigere Alternative kennt oder falls ihr meint, Mensch, das ist ein Abschminkbalsam, Claudinchen, das solltest du mal testen. Gerne. Ne? Also Anregungen bin ich immer für offen. Gerne in die Kommentare. Teste ich mich gerne durch. So, und jetzt kommen wir zu dem The Bubble Double. Auch das, genauso wie bei dem Kornbaum, eine Glasverpackung. Also alles sehr, sehr hochwertig und schön. Auch das ein schönes Produkt, was in einem Schaum hier rauskommt. Ich liebe Schaumreiniger. Also wenn ich mein Gesicht reinige, gerne. Ne? Also dann habe ich ja quasi meinen ersten Klimbim runter. Und dann unter der Dusche nehme ich mir hiervon zwei Hübe oder so in die Hände. Und dann kann ich damit schön übers Gesicht gehen. Und dann kommt wirklich alles nochmal richtig schön runter. Das ist ein geiles Produkt, was wirklich, wirklich toll ist. Aber hierzu muss ich sagen, dass ich persönlich auch andere Reinigungsschäume kennengelernt habe, zum Beispiel den von Balea Med, den ich persönlich vergleichbar gut finde. Also den vertrage ich auch sehr gut. Und ja, also da müsste ich jetzt ehrlich gesagt sagen, würde ich jetzt nicht sagen, unbedingt den hier holen. Da gibt es auch günstigere Alternativen. Es sei denn, ihr wollt generell lieber koreanische Kosmetik ausprobieren. Ne? Da seid ihr frei. Also günstige Alternativen biete ich gerne mit an, sobald ich die Möglichkeit dazu habe, sowas zu testen. Den Balea Med Abschminkschaum, Reinigungsschaum, habe ich kürzlich erst getestet. Der hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und hier ist natürlich das Ding mit dabei, dass du Salicylsäure mit dabei hast. Das heißt, es verfeinert auch noch nachhaltig. Ich muss gleich was trinken. Das Hautbild, also das macht hier nochmal wirklich das den extra Punkt für dieses Produkt. Und auch bei Yepoda habe ich tatsächlich aktuell noch einen Code, der ist jetzt nur bis zum 10.01. gültig, also bis zum Geburtstag meiner Mama, die wird 60, ne? Claudi33 und alles, was danach ist, ich glaube dann ja ab dem 11.01. ist Claudi30, dann habt ihr 30% Rabatt. Also da gönnt euch hart, falls ihr Bock habt, die koreanische Kosmetik auszuprobieren. Die haben natürlich auch noch ein viel, viel größeres Sortiment, aber das sind die beiden Produkte, die ich euch einfach hier in dem Video nochmal vorstellen wollte. Etwas weiteres, was ich dieses Jahr auch für mich entdeckt habe, ist, dass ich für mein Gesicht keine mechanischen Peelings mehr verwenden möchte. Das heißt, ich möchte keine Peelings mehr verwenden, die wirklich so Körner drin haben, wo ich wirklich spüre, dass sie meine Haut peelen. Sowas verwende ich gerne auf meinem Körper, so Kaffee-Peelings und so weiter, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. In meinem Gesicht verwende ich super gerne jetzt chemische Peelings. Ich habe jetzt aktuell gar keins hier, was ich euch so zeigen kann, abgesehen natürlich von dem AHA Glow Booster von Beauty Mates, was für mich ein absolut cooles Produkt ist, was ich quasi als Peeling-Alternative in die Pflege eingemischt verwenden kann. Oder The Purify Hero von Yepoda, auch da gibt es mittlerweile eine wundervolle Variante, was man auch in die normale Tages-
oder Nachtpflege vor allem, Nacht, abends, integrieren kann. Etwas, was ich euch aber gerne zeigen möchte, was jetzt ab heute tatsächlich in meine Hautpflege mal so reinfließen wird und was ich testen werde, ist hier von Catrice das Energy Enzym Peeling Powder mit 1% Fruchtenzym, das ist dann ja AHA, ne? Und das ist genauso etwas wie das, was es von Dalton auch gibt. Von Dalton gibt es nämlich auch diese Enzym-Peelings in so Sachets. Da hast du so Pulver drin, das reicht immer für 2 Anwendungen, ne? Für mich dann ja quasi eine Woche lang, weil ich dienstags und freitags mein Gesicht und meinen Körper peele. Und das hier möchte ich jetzt quasi ab heute verwenden. Und da bin ich gespannt, das wird dann irgendwann in einem Aufgebraucht-Video landen. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauchen werde, um das anzuwenden. Ich kann euch aber gerne mal hier reinschreiben, weil ich das ja heute das erste Mal dann abends anwenden werde, wie ich das so fand. Was ich nämlich an Enzympeeling so schön finde, ist, dass du bist unter der Dusche oder du hast dich gerade abgeschminkt und stehst vorm Schminkspiegel und hast dein Gesicht auch schon so leicht angefeuchtet, ne? Und dann kannst du dir so ein bisschen Pulver aufgeben. Das batsche ich mir dann immer so über mein Gesicht und dann nehme ich mir auch wieder ein bisschen Wasser auf die Finger, mache das aber nur ganz bisschen feucht halt und dann massiere ich so eine Minute oder 2 über mein Gesicht. Erst merkst du gar nichts, so eine leichte Schaumbildung hast du vielleicht mit dabei, aber irgendwann kommt das, dass du halt merkst, dass du wirklich gerade dein Gesicht peelst. Ich kann das gar nicht, also es ist tatsächlich so eine leichte Würstchenbildung, weil du damit ja auch ganz leicht deine oberste Hautschicht, glaube ich, auch ein Stück weit mit ablöst. Ne? Das hört sich jetzt ekliger an, als es tatsächlich ist. Da gibt es Peelings, die ich dieses Jahr getestet habe, die echt nicht gut waren. Die habe ich dann auch euch irgendwie, ich weiß gar nicht, welches das war. Es war ein ganz, ganz furchtbares, hatte ich mal irgendwann in der Box, keine Ahnung. Also da muss man wirklich erstmal vorsichtig mit anfangen, bis man sowas halt wirklich 2-mal die Woche verwenden kann. Fangt vielleicht an einer unauffälligen Stelle an, wenn ihr noch nie ein Enzympeeling verwendet habt, keine Ahnung, hier so am Arm, ne, wo ihr sowieso auch so eine etwas weichere Stelle habt vom Körper her, da werdet ihr dann auch ganz schnell merken, ob ihr da eine Hautreizung von bekommt oder nicht. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, generell bei neuen Produkten das erstmal an unauffälligen Körperstellen auszuprobieren. Auf jeden Fall merke ich richtig, wie meine Haut dann auch gereinigt wird. Und wenn ich mich dann abtrockne und also quasi, ne, wenn ich fertig bin mit Duschen bzw. fertig bin mit meiner Gesichtsreinigung und mein Gesicht dann abtupfe, habe ich immer eine ganz weiche Haut. Und das war einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, alles klar, ich habe eine echt sensible Haut und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich da mit Peelingpartikeln mitarbeite, weil du hast dann ja krasse Mikroverletzungen und so, ne? Kannst du besser mit chemischen Produkten arbeiten und ganz sanft das Gesicht reinigen. Das ist einfach angenehmer für die Haut. Und ich hatte letztens auch, als ich auf dem Dalton-Event war, so ein Facial bekommen, also eine Gesichtsbehandlung. Und da sagte mir auch die ganz liebe Dalton-Mitarbeiterin dort, dass ich wirklich eine gute Haut habe. Also dass halt auch nicht viel so an Hautschuppen und so runtergekommen ist. Und sie hatte mir dann auch nachher die Lösung gezeigt, wo dann halt ja auch quasi mit einer abgelösten Hautschüppchen drin schwammen und so, ne? Also habe ich euch auch mitgenommen auf dem Event, das war echt super interessant. Also ich habe wirklich, dafür, dass ich eine trockene Haut habe, eine wirklich gute Hautstruktur, Hautoberfläche, eben weil ich mit diesen Enzympeelings arbeite. Und genau, also da als High-End-Variante in Anführungsstrichen empfehle ich euch, weil ich es halt schon ausgetestet habe und richtig gut finde, das Enzympeeling von Dalton habe ich jetzt aktuell aber nicht hier. Und als Drogerie-Variante empfehle ich euch höchstwahrscheinlich, habe ich noch nicht ausprobiert, das hier von Catrice. Wie gesagt, habe ich euch dann eben schon mal reingeschrieben. Und ihr werdet das dann auch demnächst mal immer wieder mitverfolgen. Und ja, jetzt habe ich euch schon so ein bisschen was von Dalton erzählt. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt auch mal wieder zu Dalton zurück. Da kehren wir irgendwie gefühlt heute immer mal wieder zurück. Ein Produkt, was ich euch zeigen muss, da kommen wir alle nicht drum rum, ist meine allerliebste Lieblingsmaske, die jetzt natürlich ein bisschen teurer ist. Einmal im Monat gönne ich mir die, mindestens einmal im Monat tatsächlich, weil das ist so ein tolles Produkt. Du kannst sie natürlich auch ein paar Tage in Folge verwenden. Ich sag mal, bis zu 3-mal kannst du die wiederverwenden. Ne? Dass du einfach, nachdem du die angewendet hast, die dann wieder hier ins Sachet reinpackst, weil da ist noch ordentlich viel Serum drin, gut zumachen. Vielleicht auch einfach richtig einfach mit einem Tesastreifen zukleben oder so, dass da nicht unbedingt Luft drankommt. Am nächsten Tag dann einfach nochmal aufs Gesicht geben. Wichtig dabei, immer das Gesicht natürlich vorher gereinigt haben, das sowieso vor Masken. Auf jeden Fall ist das die Face Care Hydro Lift Maske, die einfach dem Gesicht mega schöne Feuchtigkeit gibt. Das ist eine Maske, die saugt sich wie ein Saugnapf an dein Gesicht. Also ich kann damit das Haus sauber machen, ich kann damit meinen Körper eincremen, ich kann damit meine Haare über Kopf föhnen, weil das mache ich tatsächlich immer. Ich kann damit echt alles machen.
Und die macht einen tollen Effekt auf meine Haut. Also wenn ich Momente habe, wo meine Haut wirklich sehr, sehr, sehr trocken ist und wir haben hier bei uns in der Wohnung im Haushalt Probleme, also nicht Probleme, aber wir haben eine extrem niedrige Luftfeuchtigkeit. Dadurch, dass wir Fußbodenheizung haben und einen Kamin, haben wir hier teilweise Luftfeuchtigkeiten von unter 20%. Das muss man sich mal reinziehen. Das heißt, ich wasche extra Wäsche und, also nicht extra deswegen, aber ne, ich schleudere dann extra mal einmal weniger die Wäsche und hänge sie hier sehr, sehr nass auf, damit wir hier wieder Luftfeuchtigkeit reinkriegen. Wir haben Raumbefeuchter und so weiter und so fort. Und das merke ich natürlich auch bei meiner Haut. Ergo, solche Masken helfen mir wie Bulle. Und die ist sehr, 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 sehr gut. Ist, wie gesagt, ein Luxusmoment, aber ein schöner Luxusmoment, den ich euch wirklich nur gönnen kann. Und also sowas wünscht man sich dann auch, ne? Das ist jetzt nichts, was man jetzt jeden Tag anwendet. Günstige Alternativen dazu gibt es natürlich auch. Da muss man halt einfach bedenken, dass die günstigeren Alternativen dann nicht eine so langfristige Wirkung haben. Also wenn ihr die Maske mal verwendet habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Aber ein bisschen sehr viel günstiger ist zum Beispiel die hier von Dr. Jart Plus. Auch das ist eine sehr, 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 sehr schöne Maske. Das ist auch so eine Soothing Hydra Solution, also quasi beruhigend und feuchtigkeitsspendend. Das ist sowieso auch so eine koreanische Geschichte. Und koreanische Masken sind ja auch dafür bekannt, dass sie einfach sehr pflegend sind, weil koreanische Frauen haben wunderschöne Hautbilder. Das ist echt der Wahnsinn in Tüten. Und deswegen, also die kann ich euch wärmstens empfehlen. Die gibt's, ich weiß nicht, bei YesStyle, die gibt's aber auch bei Cult Beauty und so, ne? Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr nicht ganz so weit gehen wollt, dann könnt ihr definitiv auch die von Garnier nehmen, die Skin Active Hydra Bomb. Da habe ich die intensiv Feuchtigkeit spenden und ausgleichen mit grünem Tee und Hyaluronsäure. Diese Masken finde ich sehr angenehm, weil die ein sehr, sehr dünnes Vlies haben und sehr feuchtigkeitsdurchdringend sind. Also würde ich euch auf jeden Fall auch wärmstens empfehlen. Die halten halt von der Wirkung nicht so lange wie jetzt die zum Beispiel von Dalton. Ne? Muss uns dann bewusst sein, aber auch das ist eine sehr gute Maske, die ich euch wirklich empfehlen kann. Eine weitere Maske, wenn man auch meinen Trend einfach mal von diesem Jahr verfolgen möchte. Denn ich habe mir überlegt, dass ich halt nicht so gerne diese Einmaleinwendung-Masken mehr verwenden möchte. Das heißt, ich möchte langfristig gesehen wirklich relativ weit weg von Tuchmasken, also Tuchmasken auch gar nicht selber mehr kaufen. Ja, ich glaube, die Dalton-Maske wird es eher weniger irgendwann mal in ein Pöttchen geben. Aber es gibt natürlich auch wundervolle Creme-Masken aus Pöttchen. Und da habe ich dieses Jahr auch einige leer gemacht und ich habe auch einige da noch bei mir im Badezimmer stehen und so, weil ich wirklich jeden Morgen mir eine Creme-Maske mache. Das ist halt so auch ein Stück weit zur Hautreinigung. Das heißt, ich mache das so im Wechsel, ne? Eine reinigende Maske, eine beruhigende Maske, eine nährende Maske und das dann halt immer so irgendwie im Wechsel. So, und genau, erst Gesicht einmal kurz mit einem Waschlappen waschen und dann kommt die Maske drauf. Mega. Kann ich euch nur empfehlen. Das macht wirklich ein tolleres Hautbild. Ich habe ja lange, lange Zeit hier auch Maskenwochen zum Beispiel gemacht. Und nach jeder Maskenwoche habe ich festgestellt, dass mein Hautbild wirklich besser ist, wenn ich regelmäßig Masken verwende. So, um das Ganze nachhaltig zu gestalten, gibt es hier zum Beispiel von Dalton die Oyster Skin Balance Maske. Das ist eine Maske mit Austern. Extrakt und die balanciert die Haut aus. Nein, die gibt halt wirklich einerseits so eine leicht mattierende Wirkung, eine porenverfeinernde Wirkung und auch eine reinigende Wirkung. Die ist jetzt noch verschlossen. Ich mag übrigens super gerne den Duft von diesen Dalton-Masken, auch wenn die unparfümiert sind, aber das hat einen ganz tollen Eigenduft. Die ist so gräulich. Die wird aber nicht so bretthart auf dem Gesicht. Und das ist halt auch eine ganz wichtige Geschichte. Wenn ich diese Masken verwende, die super antrocknen, dann entziehen die meinem Gesicht zu viel Feuchtigkeit. Wenn ich reinigende Masken verwende, dann dürfen die nicht so anbröckeln, weil meine Haut ist trocken und sensibel, dann kann ich sowas nicht vertragen. Sowas ist aber wirklich richtig gut für mich, kann ich nur empfehlen. Und ja, die Oyster, da gibt es ja auch eine ganze Reihe zu, eine ganze Pflegereihe. Ne? Aber hier ist diese Maske unfassbar gut. Auch die Multi-Effekt Pöttchenmaske von Dalton ist der Hammer, die habe ich aber aktuell gar nicht hier. Einfach richtig, richtig gut. Für die Leute, die es aber nicht abwarten können, dass man für 15 Minuten sich eine Maske einwirken lässt oder wenn ich mal wieder viel zu spät bemerke, ich müsste heute nochmal duschen gehen, sind wahrscheinlich Ampullen ganz interessante Geschichten. Da gibt es von Barbour wirklich gute Ampullen, die wir immer mal wieder in Boxen drin finden oder so. Aber es gibt tatsächlich auch von der Firma Dalton Ampullen, die ich einfach richtig krass liebe und
Jeder, der mal einen Adventskalender-Unboxing dazu gesehen hat, wird jetzt auch ein bisschen schmunzeln. Natürlich habe ich hier jetzt die Kaviar Deluxe Ampullen. Das ist wie so ein richtiger Spa-Moment. Dieses Zelomer-Meeresextrakt, was Dalton ja auch in vielen von ihren Produkten mit drin hat, ist hier sehr intensiv mit drin. Und ja, da haben wir auf jeden Fall so eine kleine Ampullen-Regatta. Das sieht immer so hübsch aus. Ist richtig schön zum Verschenken übrigens, ne? Und es ist einfach praktisch, weil du nimmst dann einfach eine Ampulle, brichst die auf, kannst die übers Gesicht geben und fertig ist die Laube, ne? Das geht alles ein bisschen schneller, als wenn du ja, eine Maske verwendest. Aber ich mag lieber Masken, bin ich ehrlich. Mittlerweile. Ich hatte eine Zeit lang gedacht, dass ich Ampullen doch cooler finde, aber mittlerweile habe ich mich dann doch wiedergefunden und habe gesagt, nee, von der Intensivität der Wirkung her sind für mich persönlich einfach Masken das Nonplusultra. Und ich glaube auch, wenn der Dalton Maske in dieser Hydro Boost sind, ich weiß gar nicht, wie viele Ampullen, 3, infused with 20 ml auf Serum. Siehst du? 20 ml. Das ist nicht wenig. Genau. So viel natürlich hier zu den Ampullen, ne? Da finde ich die von der Dalton-Geschichte am besten. Die finde ich einfach hammergeil. Die machen eine ganz, ganz tolle Haut. Und wenn man was ganz Besonderes vorhat, Weihnachten, Hochzeit, keine Ahnung, sowas vorher, eine schöne Ampullenkur. Das ist hammermäßig. Und was ich auch von Dalton mal zugeschickt bekommen habe, ist dieser Ampullensprüher. Der ist so geil. Da kannst du einfach hier unten eine Ampulle reinmachen und dann kannst du das auf dein Gesicht sprühen. Wenn du das halt so blöd findest, das in deinen Händen zu verteilen und so. Auch das. Richtig gut. Funktioniert natürlich nicht mit allen Ampullen. Also zum Beispiel, wenn du so Ampullen hast, die irgendwie so Glitzerpigmente mit drin haben, könnte das ein bisschen schwierig werden. Aber das ist universell, das heißt, es funktioniert tatsächlich auch mit Isana, Balea-Ampullen und so, ne? Richtig cool, tolle Empfehlung. Und ja, als letztes Produkt, was Masken angeht, habe ich hier die ja, Augenmasken, aber das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt dieses Produkt empfehle, sondern einfach die Art und Weise. Es ist nachhaltiger, wenn du diese Hydrogel-Augenpatches hast und die einfach mit 60 Stück, also 30 Anwendungen in so einem Vieh drin sind. Die Koreaner sind natürlich wieder ganz vorne mit dabei. Das habe ich jetzt hier auch von Yestal mal irgendwo gekauft oder so, weiß ich nicht. Petite Fee Artichoke Soothing. Das ist einfach schön. Sowas trage ich unter ganz normalen Stoff, also Tuchmasken auf. Das trage ich, wenn ich Crememasken trage, auch parallel auf. Und das ist halt für die sehr sensible Augenpartie. Hier hast du auch einen Spatel mit dabei, ne? Und finde ich einfach richtig geil. Ich habe mir hier noch draufgeschrieben, Jahresfavoriten, ja, definitiv. Kann ich wirklich nur jeder Firma raten, auf den ganzen Verpackungsmüll zu verzichten und einfach die Augenpatches in solchen Pöttchen anzubieten. Dann sind es meistens nämlich auch erschwinglichere Preise und ja, die Konsumenten sind damit, glaube ich, auch ein bisschen glücklich. Wir sind beim Körper angelangt und da fange ich doch einfach mal an mit einem Peeling. Also kein super teures Peeling schafft es irgendwie an Kneipp, dieses Cremeöl-Peeling oder an dieses Dove-Peeling, was es auch gibt, was so gut ist. Ich habe aber aktuell kein Backup davon da. Auf jeden Fall gibt es das hier natürlich auch in einem Pöttchen. Ich habe das jetzt hier mal in einem Sachet im Adventskalender drin gehabt, deswegen ist es jetzt einfach hier. Aber es gibt es auch Gott sei Dank in einem großen Pott. Das ist das verwöhnte mit Semi-Haar Cremeöl-Peeling mit Kamelie und Argan und das ist ein Zucker-Peeling. Wichtig, Salzpeelings mag ich nicht, weil wenn ich mich frisch rasiert habe und dann Peeling aufgetragen habe, wo Salz drin ist, dann habe ich Angst, dass mir weiß Gott was wegfliegt vor lauter Brennerei. Und dann hast du ja noch dieses Öl mit dabei, was halt wirklich so eine nährende Geschichte gibt. Die pflegeverrückte Lady in mir freut sich einen kleinen Keks oder auch ein zweites Loch in den Po, weil dieses Produkt einfach genial ist. Die Hausfrau in mir sagt, die Rohre verstopfen. Die Dusche musste dann auch schrubben. Ne? Der eine willste, der andere musste. Ist wie es ist, aber da muss ich halt wirklich sagen, das ist es wert. Und ich finde, das macht eine ganz, ganz tolle Haut. Also für mich das Nonplusultra, sowohl das von Kneipp als auch das von Dove, was ich euch auch irgendwie mal mit eingeblendet habe, eben sehr, sehr empfehlenswert. Und da braucht man auch nicht in den High-End-Bereich gehen, weil da gibt es wirklich im Drogeriebereich sehr gute Produkte. Danach muss man sich eigentlich nicht eincremen. Ich muss es schon, weil ich eine wirklich sehr trockene Haut habe und ja, ich das einfach brauche, wie ihr eingangs ja auch schon erwähnt. Ich hatte als Kind Neurodermitis, meine Haut ist etwas anders und dementsprechend braucht sie immer sehr, sehr ordentliche Pflege. Ja, natürlich bin ich da mal wieder bei Dalton, ne?
geiles, geiles Produkt. Also wenn man ein Spa-Moment zu Hause haben möchte, das heißt nicht ohne Grund Spa Deluxe, nimmt man sich diese Velvet Body Butter und freut sich einen Keks. Die ist so geil. Die macht die weicheste Haut überhaupt. Das ist so etwas, was man verwendet, bevor man eine Hochzeitsnacht hat oder so. Ne? Oder bevor man ein ganz wichtiges Date hat, damit man sich anfühlt, als wäre man eine Göttin. Gefühlt, also im wahrsten Sinne des Wortes gefühlt, ja. Richtig, richtig toll. Also diese Body Butter, ich habe noch nichts gefunden, was meine Haut schöner macht als dieses Produkt. Ja, es ist ein bisschen teurer, aber für einen Pot im Jahr ist es das auf jeden Fall wert. Muss ich wirklich sagen. Und Daltan hat auch immer wieder super tolle Angebote, dass du Produktsets bekommst oder dass du auf gewisse Reihen halt Rabatte bekommst. Nur empfehlen, es gibt ja auch die Möglichkeit bei Daltan, sich diese Probesets und sowas zu bestellen. Vielleicht könnt ihr da sogar auch eine Probe von dem Produkt mal ergattern. Vielleicht gibt es auch in einer kleinen Größe. Aber wenn ihr das einmal angewendet habt, das zieht euch in seinen Bann und ihr wollt nie wieder weg. Etwas, was jetzt auch nicht günstig ist, was aber auch ein schöner Spa-Moment ist, nicht so intensiv wie bei Daltan, aber trotzdem auch ein ganz, ganz tolles Produkt, ist Rituals, The Ritual of Sakura, diese Body Butter, Body Cream, Magic Touch, ja, richtig, richtig tolles Produkt, mag ich sehr gerne leiden und ich liebe den Duft von Ritual of Sakura in fast allen Produkten, außer, und das ist jetzt interessant, bei dem Raum- und Body Spray, da finde ich den Duft furchtbar. Den habe ich bei uns im Flur nämlich stehen gehabt und ich habe das nicht haben können. Das hat ganz merkwürdig gerochen. Wenn ich mich damit aber von Kopf bis Fuß gefühlt einschmiere, liebe ich den Duft. Oder als Raumduft liebe ich den Duft. Da gibt es ja auch diese Hinstellviecher. Aber dieses zum Sprühen, no way. Keine Ahnung warum, ist das sehr, sehr mysteriös. Auf jeden Fall ist es mit Reismilch und Kirschblüte. Auch das ist ein Produkt, was nicht super günstig ist, wie schon gesagt. Aber es ist pflegend, es duftet gut, es macht eine schöne Haut. Auch das kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was so ein bisschen fancy-pansy unterwegs ist. Letztes Jahr, also 2021, habe ich Anfang des Jahres so ein Video gemacht, wo ich diese Influencer-Markentest-Geschichte gemacht habe. Daraus sind Produkte für mich persönlich entstanden, wo ich gesagt habe, nee, dafür werde ich im Leben nie wieder Geld ausgeben. Auf der anderen Seite sind aber auch Produkte oder Produktkategorien für mich daraus entsprungen, wo ich gesagt habe, Alto Belly, da habe ich noch nie Wert drauf gelegt und jetzt auf einmal finde ich das ziemlich cool. Und da rede ich zum Beispiel von Intimöl. Mega geil. Also das ist nichts, was du dir, ne, innerlich anwendest, sondern es ist zur äußeren Anwendung geeignet. Das hier ist jetzt einfach nur exemplarisch. Das ist auch in der Box mal drin gewesen von Yokaya. In dem Video, was ich gemacht habe, habe ich ein anderes getestet, was ich richtig gut fand und kurz davor stehe, mir das nachzukaufen. Ja, ohne Witz, Leute. Man kann auch alternativ ein unparfümiertes Gesichtsöl nehmen, was irgendwie Aloe Vera oder irgendwas Beruhigendes halt auch mit drin hat als Inhaltsstoff. Und sich dann halt nach dem Rasieren oder ich gebe mir das wirklich jeden Abend auf. Nachdem ich mich geduscht habe, schmiere ich partielle Stellen mit speziellen Ölen ein und danach kommt halt eine ordentliche Bodycream einmal über alles drüber. Aber meine Mumu bekommt, seitdem ich das Video gedreht habe, immer eine Portion Öl. Und das ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Ich habe überhaupt keine Probleme mehr mit angewachsenen Härchen, mit Rasurbrand, mit Rasierpickelchen. Ist ja, glaube ich, das Gleiche. Wenn ich mich geschnitten habe, ist es super schnell verheilt und es ist wirklich wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt in diesem Video sagen darf, aber kennt ihr das, wenn Härchen nachwachsen und es juckt? Das mag unter der Achsel zum Beispiel noch merkwürdig aussehen, aber wenn es woanders nachwächst und man sich da kratzen muss, sieht das einfach nicht gut aus. Einfach nur mal by the way erwähnt. So, und da habe ich halt für mich entdeckt, dass ich, seitdem ich solche Öle verwende, ich solche Probleme einfach nicht mehr habe. Ich werde euch dazu kein spezielles Produkt verlinken. Nee, auch nicht dieses hier, weil das ist jetzt einfach nicht nur deswegen, sondern es gibt sowas safe auch in der Drogerie zu kaufen von Balea oder sonst irgendwas oder ein Balea-Öl, was man dafür zweckentfremden könnte. Ich möchte euch einfach nur dazu ermutigen, einfach ein Gesichtsöl, was unparfümiert ist, sehr, sehr wichtig, einfach mal zweck zu entfremden. Ich lasse bei mir, wenn bei mir Gesichtsöle nicht funktionieren, lasse ich sie erst
eine Etage weiter rutschen, also auf meine Hupis. Da habe ich nämlich auch immer ein Öl, was ich verwende. Und wenn ich merke, dass es halt ein Öl ist, was sehr, sehr beruhigend ist und so, dann wandert das noch eine Etage tiefer. Und das ist wirklich gut. Also, ne? Das ist ein ungewöhnlicher Tipp, aber ein Tipp vom Herzen, Leute. Und falls meine Freundinnen zuschauen, die wissen Bescheid, den habe ich schon oft genug davon vorgeschwärmt. Okay, so. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was sich noch ein paar Etagen tiefer befindet, nämlich auf den Füßen, denn wir sind schon bei den Füßen angelangt hier. Ich habe das Problem, dadurch, dass ich halt einfach die Nagelform habe, wie ich sie habe, witzigerweise ist dieser Nagellack gar nicht mehr lackiert, den habe ich mal irgendwann ablackiert. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht meine Füße in die Kamera, aber so wie meine Finger aussehen von der Nagelform und Nagelbettform her, also dieses Runde, sehen auch meine Füße aus. Das heißt, ich habe ein sehr rundes Nagelbett. Das Problem, was dabei entsteht, ist das Problem, was ich seit meiner Kindheit habe und was echt schlimm ist, Nagelbettentzündung. Ich habe schon 2 Operationen hinter mir als Jugendliche, wo ich echt schlimme Nagelbettentzündung hatte. Und ich gönne es keinem, das zu haben. Das ist so unangenehm, weil man dann wirklich, wenn man daran operiert wird, in die Entzündung rein, die Betäubungsspritzen bekommt. Seitdem habe ich Angst vor Spritzen. Mittlerweile bin ich ein bisschen älter und bin dann auch immer regelmäßig zur Fußpflege gegangen, habe mir zeigen lassen, wie ich meine Füße zu behandeln habe. Und wichtig dabei ist halt immer bei mir, dass ich keine Hornhaut habe, dass alles bei mir geschmeidig ist, vor allem im Nagelbett halt, ne? Und was mir persönlich da einfach sehr viel geholfen hat, sind zum einen Fußbäder. Richtig, richtig wichtig. Sowas kann man machen einfach mit einem heißen Fußbad und dann machst du dir da entweder so einen schönen Badekristalle oder sowas rein oder du machst dir da einfach Seifenlauge rein oder ein Duschgel. Du kannst dir da alles reinmachen, Hauptsache es wird durchweicht. Dann ist es wichtig, dass man ja sich immer ordentlich pflegt, also dementsprechend, da kommen wir auch gleich zu, eine ordentliche Creme verwendet, damit die Füße nicht zu viel Hornhaut produzieren. Weil das ist das, was quasi an den Rändern zu sehr verhärtet und dann quasi, wenn an der Seite etwas zu sehr tief sitzt und reinwächst, die Entzündung verursacht, weil dann kommt der Nagel ja quasi an der Stelle nicht weiter oder es wird nochmal reingeschoben, das Ganze ist verhornt und so weiter und so fort und das wird dann einfach unschön. Und deswegen, komm, dann ziehen wir jetzt die Fußcreme einfach vor, wichtig, 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 Fußcreme. Hört sich merkwürdig an, aber verwendet das regelmäßig, jeden Abend. Macht eure Füße so weich, wie es nur geht. Und ihr werdet keine Last mehr mit Nagelbeinentzündungen haben. Ist kein Scheiß jetzt. Ich habe das jahrelang, habe ich da echt Last mit gehabt. Ich habe richtig Probleme damit gehabt. Ich wurde echt, also ich bin durch die Hölle gegangen teilweise, weil ich nicht mehr laufen konnte. Ja, und dann habe ich mich beraten lassen. Und wichtig ist wirklich eine Fußcreme zu verwenden. Die hier ist ja zum Beispiel von Healthy Feet, von O'Keefe's. Die habe ich schon mal verwendet. Und die ist halt for Extremely Dry Cracked Feet. Die habe ich jetzt aktuell in der Tuben-Variante in Anwendung. Aber auch die Pöttchen-Variante, die ich übrigens schon mal leer gemacht habe, ist richtig gut. Weil sie macht deine Haut, deine Füße zu Babyfüßen. Die macht die nicht zu Babyfüßen. Die macht die Haut halt wundervoll. Und das kann ich halt einfach wärmsten Herzens empfehlen. Und allen, die gleichen Laster haben wie ich, ne? Gönnt euch sowas und gönnt euch Fußbäder, gönnt euch einfach mal ein bisschen Zeit mit euren Füßen, weil ihr lauft den ganzen Tag auf ihnen rum, ne? Pflegt die auch ordentlich. Ja, und das, was ich jeden Abend verwende, ist tatsächlich etwas eben auch, um meine Nägel so ein bisschen zu pflegen, weil sobald von dem Nagel irgendetwas auch nur zur Seite hin absplittert, habe ich ein Riesenproblem, weil dann ist es natürlich irgendwie wieder, dass alles von vorne beginnen könnte, deswegen stärke ich meinen Nagel und da habe ich zum Beispiel hier das Nail Care Serum von Essence, das habe ich auch schon mal leer gemacht, Nail and Cuticle Treatment, das ist für die Nägel und die Nagelhaut, also das pflegt die Nagelhaut, macht sie in dem Sinne ja gepflegt und geschmeidig halt, ne? Und die Nägel werden halt auch schön gepflegt, genährt, sind gesund. Immer wieder anwenden, anwenden, anwenden. Seitdem ich das so mache, geht es mir echt gut. Im wahrsten Sinne des Wortes geht es mir echt gut, weil ich habe da so viele Probleme mit gehabt. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie schlimm das in meiner Kindheit war, in meiner Jugend vor allem. Und wie froh ich darüber bin, dass ich dieses Laster nicht mehr habe. Ne? Ja, ihr Lieben, das waren jetzt tatsächlich hier meine Pflegefavoriten. Es tut mir leid, dass ich in manchen
über manche Produkte geredet habe, als wären es gefühlt meine besten Freunde, aber manche Sachen mag ich einfach so unheimlich gerne. Und Pflege ist so wichtig, weil ich gehe so oft ungeschminkt aus dem Haus und ich bewege mich auch einfach so oft, wie ich bin, und möchte einfach, dass ich halt natürlich schön bin und nicht mir dafür irgendwas ins Gesicht klatschen muss. Make-up verwende ich halt einfach, um gewisse Dinge zu unterstreichen oder weil es Kunst ist und ich einfach Spaß habe, gerade eine gewisse Stimmung auszudrücken oder irgendwas gerade einfach in meinem Gesicht rumzubasteln, ne? Und ja, die Pflege ist aber für mich persönlich das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schaut in der Infobox vorbei. Wie gesagt, da habe ich alles drin verlinkt. Die ganzen Links, die ganzen Codes, alles Mögliche. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Luft. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.